Andere Länder, andere Sitten, Bräuche und auch Traditionen. Das macht sich vor allem an der Speisekarte südostasischer Länder bemerkbar. Dort werden gern mal Insekten wie Spinnen oder Skorpione gegessen. Hierzulande kaum vorstellbar. Doch es gibt auch eine andere Delikatesse, die gern den Teller sieht. Dabei handelt es sich um echte Hühner- oder Enteneier, die einen echten Embryo enthalten, der sich gerade noch in der Entwicklung befindet. Auch eine Frau aus Kuala Lumpur wollte sich solch eine Spezialität bestellen, doch sie brachte es einfach nicht übers Herz, einen noch in der Entwicklung befindlichen Embryo zu essen. So entschied sie sich dazu, ihn auf künstliche Weise auszubrüten und ihm so ein echtes Leben zu schenken. Bereits nach kurzer Zeit ist das Entenbaby geschlüpft und kann auch endlich die Welt mit eigenen Augen betrachten. Die Frau hat nun ein neues Haustier, das eigentlich nie hätte leben sollen.